mega geil. Wir fühlen uns sehr gut. Wir sind sehr glücklich, Gold gewonnen zu haben. Großartig. Na, es ist wirklich ganz, ganz toll und ich freue mich sehr, diesen Preis hier bekommen zu haben. Die PR-Klappe 2017. Und wir waren fast 10 Stunden in einem Raum und haben intensiv diskutiert, haben viele Filme geguckt natürlich. Diesmal beim 7. Mal haben wir so viele tolle Einreichungen gehabt, dass es extrem Spaß gemacht hat, diese 134 Filme anzuschauen. Es geht hier um eine Arbeitskultur, die sich verändert. Und das freut mich, dass auch so ein Preis wie die PR-Klappe in Gold jetzt auch noch vielleicht dafür sorgt, dass so eine Idee noch mehr in die Breite kommt. Die Klappe ist der einzige Wettbewerb in der Dachregion, der alle Formate in Sachen Bewegtbild auszeichnet. Also ein PR-Case sollte ja nicht einfach nur bedeuten, man macht etwas, worüber die Presse schreibt und dann sind alle glücklich. Oder es wird auch noch in Social Media diskutiert und dann sind erst recht alle glücklich. Sondern es sollte ja auch immer irgendeinen kulturellen Wert haben. Und die Idee war, Cola rauszubringen in 6 verschiedenen Hautfarben. Die sind außen verschieden und innen alle gleich. Also ich freue mich persönlich erstmal sehr, dass wir natürlich neue Awards haben, wie die Klappe, die PR-Klappe, was tolle Wettbewerbe sind, tolle Preise sind, die ich mich freue, die wir im Deutschen Marketingverband noch weiter auf- und ausbauen können. So einen Preis zu gewinnen, ist natürlich auch etwas für einen persönlich, aber auch für das Unternehmen, also ein großer Glanz, der da mit einhergeht. Wir merken auch gerade für Kreative, ist es die Währung, es sind Awards. Na, wenn man den Bronzekandidaten mit Lucy sieht und den Ostereiern. Mädels, heute möchte ich mit euch über ein wichtiges Osterthema reden. Eier. Da gab es schon vorne gesagt, man kann keine Porno-Leute auszeichnen, das geht einfach nicht. Über Hodenkrebs. Will man als Jury sagen, ja, wir haben den Mut, so einen Film dann auch auszuzeichnen, auch wenn er nicht in das Schema passt, das man üblicherweise bewertet. Und das haben wir gemacht und das war großartig. Das ist wie alles in der Kommunikation, es wird die PR nicht einfacher, es wird komplexer, ich habe mehr Medien zu bedienen. Und die PR-Klappe ist für mich der Award, der dem wirklich Rechnung trägt.